ich bin berührt. Vorwärts durch die Maschinen. Hier bin ich auf einer Baustelle. Da ist ein Zaun und dahinter eine große Grube. Hi! Hallo! Was guckst du dir denn an? Die Baugrube. Da steht ein ganz schön großer Bagger drin, ne? Soll ich dir mal was verraten? Das ist meiner. Oh! Wollen wir uns den mal zusammen angucken? Ja. Ich muss jetzt nämlich zur Arbeit. Kann ich dich mal mitnehmen? Ja. Komm mal hier mit drum rum. Nur beim Laufen müssen wir hier vorsichtig sein. Das ist ein bisschen steil. Geht das? Ja. Nadine nimmt mich mit. Ein bisschen Slalom laufen? Ja. Von oben sieht der Bagger aus wie ein Spielzeug. Aber wenn man davor steht, ist er wirklich riesig. Das hier ist der Bagger, das hier ist das Fahrwerk, die Ketten, damit bewegt er sich immer. Damit kann man vor- und zurückfahren und man kann sich damit drehen. Und man darf nicht mit den Ketten auf den Straßen fahren, denn die Ketten machen die Straßen kaputt. Das weißt du alles schon? Das ist sehr beeindruckend. Und dann haben wir hier den Arm, der hat jetzt einen Verstellausleger dran, der hat da einen Teil vom Arm. Dann hat der hier oben den Arm und einmal den Löffelarm. Und da vorne haben wir einen Löffel dran. Oh, witzig, die Baggerschaufel heißt Löffel. Dann habe ich hier vorne noch so ein Schild dran, das kann ich immer runter machen, damit stütze ich mich dann ab. Und da ist meine Kabine, da arbeite ich immer drin, da sitze ich dann den ganzen Tag und arbeite mit dem Arm. Soll ich dir den Bagger von innen auch einmal zeigen? Ja. Aufschließen. Wie beim Auto. Genau. Dann steig mal ein. Voll gemütlich, so ein Bagger. Genau, das sind die Pedalen. Dann kann ich gleich vorwärts und rückwärts fahren. Und weißt du, woher ich weiß, wo vorwärts und rückwärts ist? Weil wenn ich mich ganz oft drehe, weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich stehe, ne? Ja. Immer da, wo das Schild ist, was wir hier sehen, da ist vorwärts. Das ist immer vorne beim Arbeiten. Und ganz wichtig ist, wenn wir auf dem Bagger sind und uns hinsetzen, müssen wir immer erst die Sicherung betätigen. Also genau. So machen wir den Hebel runter und dann kann ich damit arbeiten. Weil wenn ich die nicht runter mache, dann bewegt sich der Bagger gar nicht erst. Und wenn ich dann Feierabend habe oder zur Pause gehe, dann mache ich den Hebel hier wieder hoch. Kannst du den drücken? Ja, hab ich gerade eben geschafft. So, und dann kann ich zur Pause gehen. Aha. Sehr gut. Es gibt auch einen Anschnallgurt im Bagger. Geht das oder soll ich dir helfen? Okay. So. Jetzt bist du ganz sicher auf dem Bagger. Doch, was war das? Hast du die Hupe gefunden? Ja. Jetzt fahre ich mal nach hinten, dann nach vorne. Man braucht ganz, ganz viel Feingefühl für den Bagger. Wenn du da so dran rumreißt, dann reißt der Arm die ganze Zeit hin und her. Also so quasi. So, Moritz, ich fange jetzt an zu arbeiten. Okay. Wolltest du mir von außen zugucken? Ja. Genau, abschnallen, Sicherung. Sehr gut machst du das. Warte, ich helfe dir mal runter. Ah. Soll ich dich mal einfach runterheben? Ja. Hui. Nadine arbeitet jetzt mit dem Bagger in der Baugrube. Und ich darf zugucken. Mit dem Löffel schaufelt Nadine ein großes Loch. Thank you.
Jetzt ist Nadine fertig mit dem Lochgraben. Aber das ist noch nicht alles. Ein Bagger hat nicht nur einen Löffel zum Graben. An den Bagger kann man noch andere Werkzeuge dran machen. Sowas hier sieht aus wie ein Dino-Kopf. Weißt du denn schon, was das für ein Gerät ist? Nein. Guck mal, das ist ein Pulverisierer. Da können wir gleich an die Mauer hier dran gehen und können die kaputt machen. Der Bagger reißt gleich die Mauer ab. Mit diesem Werkzeug, dem Pulverisierer. Das Maul von dem Dino-Werkzeug schnappt sich dann die Mauer und knabbert an ihr rum. Das ist gut, ne? Ja. Dann komm mal mit. Jetzt kommt noch was ganz Tolles. Ich darf mit Nadine rein in den Bagger. Oh, kannst du jetzt hier mit rein. So. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Tür zu. Ja, Moment. Hebel rein. So. Und wenn die Tür zu ist, brauchen wir hier drin keinen Helm mehr. Ja. Den darfst du jetzt abnehmen, dann kannst du mir den geben, dann tue ich den hier hinten hin, ne? So. Machen wir erstmal hier den Arm hoch. Zack. Bist du bereit? Ja. Dann fahren wir. Wir fahren zur Mauer. Zuerst müssen wir das Werkzeug wechseln. Der Löffel kommt ab. Und der Baggerarm schwenkt rum. Und dann kommt der Pulverisierer dran. Also das Dino-Maul. Deine Hände. Dann machen wir die jetzt an die Joysticks. Dann gehen wir jetzt ganz langsam an die Mauer. Ich lerne jetzt Bagger fahren. Guck mal, ich lenke immer und du darfst drücken, okay? Okay. Dann, wie? Warte. Ich stelle den so hin, wie der stehen muss. Guck mal, wenn wir jetzt den Knopf hier drücken. Welchen den? Geht das Maul wieder auf. Und jetzt wieder auf. So machen. Den Lärm gibt mir mehr. Das macht am meisten Spaß, Sachen kaputt machen, oder? Mama. Wieder auf. Warte, jetzt gehen wir ein Stück tiefer. Warte. Ja, darfst du nochmal? Ich hab Hunger. Stein zertrümmern. Sehr gut. Mam. Der Stein. Auch noch. Warte. Warte. Ja. Ich hab Hunger, gib mir mehr. Ich will den Stein da essen. Mach weiter auf. Auf. Dann gehen wir weiter runter.
Da sind aber viele Metallstäbe. Ja, damit die Wand damals stabil war, ne? Weil die war nicht stabil genug für das Mann. Das hatte so großen Hunger, und jetzt ist die Wand einfach weg. Die ganze Wand. Da siehst du, wie die ganze Wand da schon wackelt. Ja. Krass. Krass. Und jetzt müssen wir das noch etwas da drin machen. Das hier? Das da. Und der Bagger ist richtig stark. Krass, dass die ganze Mauer da zertrümmert ist. Guck mal, jetzt lachen sie aber schon wieder. So, wir sind jetzt aber fertig und gehen jetzt, ja? Okay. Die Mauer ist weg. Fertig. Tür auf. So, festhalten. Ganz schön toll, so ein Bagger. Elefanten in der ARD-Mediathek.